Willkommen zurück im Trauerlabyrinth-Sumpf und Katos. Er wartet uns bereits. Joho. Willkommen zurück, Partner. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Fahrt? Jo, Katos. Wir sind dabei. Leili, mach doch nur Witze, Katos. Fahren wir eine Runde. Leili hat doch gar nichts gesagt. Manometer, wenn ihr den Pelchi wollt, müsst ihr diesmal 125 Edelsteine sammeln. Ja. Auf geht's. Joho. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Nein, Katos. Ah, das ist nicht euer erstes Rodeo. Springt einfach rein und ab geht die Post. Okay, Katos, Demenz ist nicht heilbar. Das ist wirklich nicht unser erstes Rodeo. 125, bisher waren die immer relativ leicht machbar. Ich hoffe, der wird auch so sein. Oh mein Gott, ich habe jetzt nur noch einen Edelstein. Ich könnte schon wieder kratzen. Wobei ich mich da schon wieder so dumm treffen lassen habe. Schon wieder. So. Mann, ich wollte unten bleiben eigentlich. Oh Mann, okay Leute, das wird nichts, das merke ich ja jetzt schon, wie schlecht mich das zurzeit macht hier. Hey! Ich habe voll in die Bremse gedrückt, ey. 58 bisher, 61 jetzt. Mann, ich schieß, aber der trifft das einfach nicht. Ich werde einfach irgendwo hinschießen, dieses Katos-Ding. Was? Was? Das kann auch passieren? Was war das denn, Leute? Wir haben es nicht mal bis zum Schluss geschafft. Was meint ihr? Probieren wir es nochmal? Alter, Katos, du hättest uns fast in den Tod gerissen. Hä? Leute, dass sowas überhaupt passieren kann hier, ist doch Schmüll, oder nicht? So, der Start war jetzt bedeutend besser. Ey, ich hab geschossen. Kann doch nicht angehen, dass der nicht schießt. Oh, das war, glaube ich, bis hierhin richtig gut. Sagt mir mein Gefühl auf jeden Fall. Ah! Hat er mich erwischt, der Sausack. Oh Mann, jetzt nicht verkacken hier. Oh mein Gott. Ich bin meinen anderen Weg gegangen. Mann, schieß doch, Yuka! Katos Leili Dings! Ey, schießen kannst du voll knicken. Wenn der einmal schießt, braucht er 10 Minuten, bis er nochmal schießen kann. Er macht mir irgendwie aggressiv. Oh. 91 habe ich, aber es ist noch nicht am Ende. Bin ich ja wieder hier, oder was? Was ist hier denn los, ey? 98, Leute. Ich habe mich wieder treffen lassen. Läuft bei mir. Aber hier war ich doch schon. Jetzt bin ich wieder hier. What? Okay, dann gehe ich jetzt Mitte lang. Ach so, damit ich hier jeden Weg einmal fahren kann, oder was? Okay, nett gemeint. Und so mehr haben wir die Chance, hier genug Kristalle zu bekommen, aber sieht nicht so gut aus. Man kriegt ja schon, man kriegt ja auch mega viel abgezogen, wenn man getroffen wird. Uns fehlen noch 27. Wo soll ich die denn hernehmen? Ja, ich hole den Kristall da oben. Ich habe aber letztendlich weniger, weil der Gegner mich noch getroffen hat, oder was? Ja, wir kommen niemals. Hä, wo ist denn hier das Ende in diesem Drecksding? Oh, nee, ne. Am liebsten möchte ich einfach wieder von der Map fliegen. Huh?
Da ist das Ziel. Wir haben nicht mal 100. Wir haben nicht mal 100. Hä, wie fucking schwer ist das denn diesmal? War ich so scheiße oder was? Okay, ihr sagt jetzt wahrscheinlich ja. So, jetzt muss ich mich mal hier besser anstellen. Hier kann ich wohl nicht angehen. So, wir ziehen schon mal 30. Das ist eigentlich nicht schlecht. Nein, das war dumm. Jetzt kriege ich Schaden, ja. Okay, trotzdem glaube ich, dass es eigentlich nicht so verkehrt ist bis hierhin. Ah, das war jetzt scheiße. Da wurde ich wieder getroffen, ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich schon wieder hier. Und habe nicht wirklich viel mehr Edelsteine als gerade. So, hier war mir erstmal wichtig, dass ich mich nicht treffen lasse. Okay, ich habe jetzt schon 110, Leute. Und ich bin ja bisher nur oben lang gegangen, glaube ich. Diesmal könnte ich es vielleicht sogar schaffen. Wenn ich mich jetzt nicht zu oft treffen lasse hier. An irgendwelchen blöden Stellen. Hier zum Beispiel. Und jetzt habe ich schon 126. Ne, hier riskiere ich gar nichts. Lass mich einfach nicht treffen. Scheiß auf die Gegner. Ich will jetzt eigentlich nur ins Ziel. Wo ist das scheiß Ziel? Welcher Weg war das nochmal? Ah, ich glaube, ich weiß, welcher das war. Hier hoch nämlich. Jawohl, da ist das Ziel. Ja, und wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben genug. Locker jetzt. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer, Mann. Juhu, klasse, Partner. Ich brauche hier so lange, um hier die Page von Kartos zu ergattern. Manometer, das war definitiv einer meiner 5 besten Fahrten in diesem Jahrzehnt. Natürlich war diese extravagante Szenerie völlig unnötig. Ich will gar nicht wissen, wie viel Speicher die darauf verbraten haben. Ja, was für eine Vergeudung. Wir müssen dann mal, Kartos, haben eine Menge zu tun. Schaut mal wieder vorbei, ist immer schön mal mit jemandem zu reden. Kommt ja nie jemand zu Besuch. So, Paige gehört uns. Puh, was eine Geburt, Leute. War mal nicht so nebenbei. Der ist doch ganz schön versteckt, dieser Kartos, ne? Da habe ich ja hier mehr oder weniger per Zufall gefunden. Das heißt Zufall, ich bin die Federn lang gerollt. So, da scheint es auch noch. Oh mein Gott. Habe ich da gerade eine Rextro-Maschine gesehen? Die treiben sich wohl alle in jeder Welt rum, wa? Hoffentlich ist das Minispiel nicht so abgefuckt. Sprung verkackt. Komm hoch da. Die Spielmünze habe ich gefunden, ja. Ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich die gefunden habe. Yo, Rextro, was geht, Bruder? Hallo, ich bin Rextro. Habe unglaubliche Spielautomaten für euch. Hi Rexmo, wir sind's, Yuka und Layli. Du erinnerst dich? Wenn ihr mir die Spielmünze bringt, könnt ihr neuestes Arcade-Spiel ausprobieren. Diese alten Spielfiguren haben kein so gutes Gedächtnis, oder Yuka? Zumindest ist er noch nicht abgestürzt. Abgefahren, Freunde haben Spielmünze. Bitte gehe zu Spielautomaten und drücke X. Wenn du Spiel schaffst, gib Rexmo Spezialgewinn. Jo, Rextro, korrekt. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Jo. Schauen wir da mal rein, ob das wirklich so spaßig ist.
Sumpf wird angegriffen von bösen Buben. Nur radikale Drohnen können Bereich verteidigen und Firmis zerstechen. Spielt aber 2 Minuten, besiege Firmis, schnapp dir Power-Ups, hol dir den Highscore. Bewegen, Boost, Luftangriff. Okay. Klingt jetzt nicht so spannend, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Tempo Boost. Wir müssen hier diese Gegner töten, oder was? Okay. Okay. Ich glaube auf jeden Fall, dass das relativ einfach ist. Kann das sein? Ah, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht geguckt, wie viele Punkte ich brauche. Hat er das überhaupt gesagt? Lassen wir uns überraschen. Ja, okay, so schlecht ist das Spiel. Also, ist natürlich jetzt kein überragendes Minigame, aber die Steuerung ist so ganz gut und ja. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube auch nicht, dass wir das hier verkacken. Ich möchte das haben. Unverwundbarkeit. Oh, da kann ich die hier so wegrammen. Brauche ich keine Attacke auf die einsetzen. Jetzt auf einmal doch wieder, hä? Das hält ja nicht so lang. Wir haben jetzt noch 50 Sekunden. Ja, wenn ich nur wüsste, wie viele Punkte wir brauchen. 2500 haben wir gleich, nämlich jetzt. Vielleicht 3000, Leute. Ich glaube, das wäre realistisch, weil ich habe jetzt auch nicht so ultra viele Fehler gemacht. So, und Verwundbarkeit wieder für 2 Sekunden, oder was? Jo, schon ist sie wieder weg. So, 4000 haben wir. Ich glaube, 4000 ist ganz ordentlich. Ihr werdet auf jeden Fall die erste Page bekommen, weil kriegt ihr bei Rex, glaube ich, immer 2, ne? Wow, das war eine der besten Arcade-Vorstellungen aller Zeiten. Woher willst du das wissen? Du weißt doch nicht mal mehr, was du zum Frühstück hattest. Rex, jetzt, okay, Gedächtnis kommt zurück. Rex, du musst da ein paar Blocks löschen. Ein paar Blocks. Versucht Spiel gerne noch mal, wenn Freunde Highscore schlagen. Gib Rex noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, erstmal danke für die erste Page. Wir spielen gerne nochmal. Jetzt achte ich mal auf den Highscore, den wir schlagen müssen. Steht hier gar nicht, oder was? Ach, hier steht der. Rextro. 4000, das hatten wir gerade. Da brauchen wir wahrscheinlich nur einen Kill mehr. Aber okay, ja. So schlecht waren wir eigentlich gerade gar nicht. Muss ich hier sogar noch ein bisschen mehr Gas geben. Nicht noch einen Kill mehr braucht, also vollste Konzentration hier. Bisher läuft schon gut, Leute. Komm, mach den platt da. Scheiß Feuer da jetzt im Weg. Ein bisschen Zeit verloren. So, und Verwundbarkeit. Hält nicht lang. Ach Mensch, da war ich doch noch ein bisschen. Na komm, der versteckt sich da unter dem Taktfeuer. Das war jetzt nicht so toll. Komm, Tempo, Tempo, Tempo. Oh Leute, ich habe gar keine Zeit, über oben auf den Punktestand zu gucken. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit liege. Jetzt habe ich gerade mal kurz geguckt. 3100. Komm, mach den platt da. Das ist hier überragend, dass hier so viele kommen auf einmal. Oh, diesmal schaffe ich es ja locker.
Ey, jetzt macht er die Stampfattacke nicht mehr. Guck mal, er macht sie nicht mehr. Ich drück. Hey, was ist mit dir, ey? Spiel will das jetzt hier noch spannend machen, oder was? Da gibt es nichts mehr spannend zu machen. Wir schaffen das locker. 4500 haben wir schon. Was wollen die von uns? Oh, gestorben. Gibt sogar keinen Punkt der Abzug. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. So, 4900. Rextro, du bist geschlagen und musst auch die zweite Page rausrücken. Dankeschön. Okay, nachdem wir uns hier bei Katos doch ein bisschen geärgert haben, haben wir Rextros Minispiele schnell bewältigen können. Wow, Freunde, ihr habt einen Highscore geknackt. Diesen Rekord gibt es schon seit Rextro sich erinnern kann. Also nicht so lange. Bitte nehmt Rextros Belohnung. Möchten Freunde wieder spielen? Lass mich raten. Nein. Hatten jetzt genug Spaß, Rextro. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Okay, Mrs. Puff. Vielleicht werden wir dich mal irgendwann besuchen kommen, aber jetzt erstmal nicht. Sei nicht traurig, aber diese Tonikum-Sache ist nicht so meins. So, was geht hier noch ab? Hier ein paar Federn. Und da drüben? Ah, hier ist wieder diese Page, die hier gefangen... Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Bei diesem Drogeneinkaufswagen. Hey, ja, hey. Was wollten die denn nochmal? Hallöchen, alles in Ordnung? Hier müffelt es ein wenig. Mein Name ist Juli. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Und du bist... Und da bist du noch nicht arbeitslos? Tja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist, während ich Urlaub im Capital Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, ja. Komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Könnt ihr mir mit den Schaltern helfen? Ihr müsst mit dem anfangen, der hier neben mir ist. Wir helfen dir, Jolly. Super Sache. Ich habe dieses Stück Papier, das ich hier aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Da klebt auch noch anderes Zeug dran. Könnt ihr behalten. Danke. Hey. Oh mein Gott. Ich weiß, dass ich schon mal hier vor war und ich wusste, wie ich da rankomme, aber jetzt sehe ich gerade, dass man das hier ergreifen kann. So, und jetzt kommen wir da hinten noch rüber. Und können... Okay, rüber kamen wir auch schon vorher, aber jetzt können wir die Schalter da betätigen. Komm, lass dir das los. Und wir gehen hier mal rüber. Oh, ey. 20 Sekunden nur? Das klingt jetzt so auf Anhieb erstmal ziemlich wenig. Aber eigentlich ist es ja das Spiel, was die Zeittoleranz angeht, schon recht tolerant. Oh, eine Sekunde noch. Oh, Punktlandung. Das war knapp, aber es ist durchaus machbar. Man hätte es noch ein, zwei Sekunden schneller schaffen können. Das Wasser ist wieder sauber. Tausend Dank, Leute. Hier, wie versprochen, das Stück Papier aus dem Abflussrohr. Solltet ihr vielleicht besser mit Handschuhen anfassen. Ja, besser ist das vielleicht. Trotzdem bedanken wir uns für die Pagey, die mir ja am Anfang noch ein Rätsel war. So, nächste Pagey. Oh, hier haben wir jetzt doch schon einige Pagey in der Welt. Und da das Wasser wieder sauber ist, vermute ich mal, dass hier unten auf jeden Fall sich auch noch irgendwas rum... Also, dass hier irgendwas rumlungert, Leute. So, da schwimmen wir mal hin. Das sieht doch schon wieder recht verdächtig aus. Was ist das denn? Ist das das Molekül? Oh, wir brauchen erstmal hier ein bisschen Luft.
Hey, wie kommen wir da hin, yo? Von oben da durch? Aber da ist doch gar keine Öffnung, oder? Nö. Okay, weiß ich jetzt so nicht, wie wir da hinkommen. Oh, einige Federn sind hier unten auf jeden Fall. Ja, die sollten wir schon holen. Alleine schon, wenn wir in der nächsten Welt sind, damit wir uns gleich wieder die neuen Fähigkeiten von Trouser kaufen können. Und der wird ja uns tatsächlich, denke ich mal, wieder welche anbieten. So, hier in die Röhre kann man. Okay, machen wir das doch. Sumpfstation, okay. Schauen wir mal, wo wir hier jetzt landen. Moin. Alter, wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Oh, dies sind die wirklich die abgefucktesten Gegner hier in dem Spiel. Kann man die nicht irgendwie einfach töten? Ach, vielleicht gehen die hier mit tot. Nein, nicht mit diesen Schallwellen. Ey, komm, hoch da. Mann, die Gegner sind so ätzend. Geh hoch jetzt, Yuka! Ey. Boom! Oh mein Gott, die sterben wirklich davon. Zumindest der eine. So, gleich bin ich hier aber tot. Hä? Okay, jetzt hat die das gar nicht gejuckt. Alles klar. Na, juckt die nicht so wirklich. Toll, jetzt bin ich tot. Kann man die nicht irgendwie easy töten? Das muss doch möglich sein, ey. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Nicht nur hier, sondern schon das ganze Spiel über. Aber ich glaube, so richtig kann ich hier noch gar nichts machen, oder? Das Glas, da komme ich doch eh nicht durch. Boah, komm. Und sonst ist hier doch nichts. Scheint zumindest so. Ich gehe mal hier auf Tauchgang. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Und nö, Ghost weiter unter Wasser. Und wir haben ihn direkt. Direkt geholt, Leute. Der wollte zu mir. Okay. Guck mal, als ob. Guck mal, ich komme nicht hoch, als ob das Wasser so eine unsichtbare. Das ist krank. Ich komme nicht hoch, Leute. Hier, ich komme nicht hoch. Das ist zu frech. Ich drück hoch. Ich drück, aber er geht nicht. Jetzt. Ach so, hier war Gitter. Ich wollte das Spiel schon wieder beleidigen. Warum das nicht geht? Ja, das wäre natürlich zu schön gewesen, wenn ich mich hier jetzt hätte durchrammen können. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Fähigkeit, das denke ich mir mal. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir jetzt hier nicht so viel erreichen können. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn er da so mit der Rolle durchgegangen wäre. Und dann schauen wir uns hier erstmal noch weiter unter Wasser um, ob hier vielleicht doch noch irgendwas ist. Oh, da ist ein Peitschi! Hilfe, ich werde hier unten von Dorn zerpiekst. Ja, tatsächlich. Aber ich komme da ja auch nicht hin. Vielleicht auch mit einer Fähigkeit? Immer wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, sage ich einfach, es ist eine Fähigkeit. Ah, guck mal, hier kommen wir auch durch. Ist hier noch was anderes? Muffiger Korridor. Also scheint ja noch hier einige Sachen zu geben, Leute. Oh, alles klar, wir müssen hier schnell sein. Oh ja, geschafft. Das war nice. Mann, ich hasse das. Aber was heißt hassen? Aber ich mag es nicht so, wenn das Spielgeschehen sich unter Wasser tümmelt. Hä? Wie soll ich da denn vorbeikommen? Okay, sind nicht viele Ranken. Und dann muss ich hoch, über die rüber weg. Boah, das geht nicht gut, oder? Doch! Hier wieder runter. Und hier durch. Bin ich hier denn jetzt?
Ich schwimme einfach hoch. Geht schon schief gehen, Leute. Oh, 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 oh. Nein! Ach so, so kann man sich noch retten. Komm, Blase weg. Wir müssen hoch. Alter. Wo ist denn jetzt... Was soll ich tun, Mensch? Jetzt ist mir gerade wieder zu viel Input, Leute. 1000 Wege und... Alles ist so komisch. Okay, Schalter aktiviert. Nichts passiert. Schockt. Hier. Doch, hier passiert was, oder? Hat sich gerade nicht dieser Felsen da bewegt? Ach so, da mache ich da den Wind. Ich verstehe. So, stopp. Jetzt habe ich den Schalter gedrückt, aber den ja hier noch nicht. Aha. Komm, Yuka, stark. Gut, da waren wir schnell genug für. Das war schon mal gut. Nein, das war so klar, ne? Komm, komm, Baby! Nein, schafft er nicht, ey! Jetzt schaffen wir aber. Sehr gut. Boah, wie weit geht denn das, ey? Oh, noch eine Passage. Komm, da ruft er. Und durch da. Auch schön. Oh Mann. Wann kriegen wir endlich unsere verdiente Paige? Da ist sie auf jeden Fall. Uiuiuiui, geschafft. Das war ja ein Akt. Und da kommen wir wahrscheinlich wieder direkt zurück in die Welt. So dass wir nicht extra wieder alles zurück müssen. Komm, rein da, bevor die Gegner kommen. So, die Paige gehört uns. Auf jeden Fall die anspruchsvollste hier in der Welt. So, wir sind hier wieder draußen. Und ich würde sagen, Leute, das war's von diesem Part von Yooka-Laylee. Und vielleicht starten wir in den nächsten Part auch schon in der nächsten Welt und suchen ein bisschen im Hyvory Tower danach. In dem Sinne, Leute, bleibt gesund, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!